Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur neuen Folge von der Sprechstunde im Rahmen der DRK Medizinakademie. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Herrn Liebwin Gossner, Professor am Städtischen Klinikum, begrüßen dürfen, genauer gesagt im Medizinischen Klinikum 2, zu einem Thema, das immer noch ein bisschen tabuisiert wird, aber trotzdem sehr, sehr wichtig ist, nämlich die Frage Hämorrhoiden, Ursachen, Beschwerden, Behandlungsmethoden. Zunächst die Frage, Blutungen und Schmerzen am Enddarm, sind das Hämorrhoiden oder sind sie Hinweise auf Darmkrebs möglicherweise? Ich glaube, Sie haben zwei ganz wichtige Bereiche angesprochen. Nämlich die Blutung alleine kann auf der einen Seite harmlos sein, wenn es Hämorrhoiden sind. Wenn es stärker blutet, ist selbst das nicht harmlos. Aber eine Blutung aus dem Enddarmbereich kann auch immer auf einen Darmkrebs hinweisen. Deswegen muss zum einen untersucht werden, sowohl der Enddarmbereich. Wenn hier keine vergrößerten Hämorrhoiden zu sehen sind, dann ist unbedingt eine Darmspiegelung zur Darmkrebsprophylaxe zu empfehlen. Wann und wie entstehen überhaupt Hämorrhoiden? Ja, mehrere Punkte sind wichtig. Unser Lebensstil, heutzutage, der Mensch sitzt mehr, läuft nicht mehr so viel, bewegt sich nicht mehr so viel, hat zur Folge, dass wir häufiger unter Verstopfung leiden. Verstopfung bedeutet, dass wir, wenn wir quasi Stuhlgang haben wollen, verstärkt pressen müssen. Wenn wir verstärkt pressen müssen, steigt der Druck im Enddarmbereich und das venöse Geflecht, aus dem die Hämorrhoiden hervorkommen, die werden dann mehr gefüllt. Und durch dieses Pressen treten die Hämorrhoiden nach außen. Und das führt dann zur Blutung. Also ich kann quasi, wenn ich Sie richtig verstehe, dieses Leiden, die Hämorrhoiden, auch selber auslösen. Ja. Mangelnde Hygiene beispielsweise. Kann auch eine Rolle spielen, wenn man noch so kleine Fältchen am After hat. Man nennt das Marisken. Kann die Reinigung schwierig sein. Hier ist es wichtig, nicht zu viel Seife, dass die Schleimhaut nicht austrocknet. Waschen, dann mit Tüchern nachtupfen, manchmal sogar ölhaltige Pflegetücher, die man so von der Babypflege her kennt. Das ist in der Regel besser als Seife oder vielleicht sogar parfümiertes Toilettenpapier. Ja, die Frage natürlich, woher können solche Juckreize stammen, unabhängig von diesem Leiden? Nicht nur Hämorrhoiden können für einen Juckreiz verantwortlich sein. Es gibt natürlich in der heutigen Zeit auch allergische Probleme. Das heißt zum Beispiel, das Waschmittel wird nicht vertragen, mit dem die Unterwäsche quasi gereinigt wird. Auch das kann eine Rolle spielen. Es können kleine Entzündungen der Haut um den After sein, ein sogenanntes Ekzem. Auch das kann zum Juckreiz führen. Natürlich, wir wissen das alle im Sommer bei Hitze. Da kann das natürlich zu einer feuchten Kammer kommen in diesem Bereich. Auch das kann den Juckreiz befördern. Und jetzt natürlich die Frage, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert. Welche Therapien kommen zum Einsatz? Was ist erfolgsversprechend? Also zum einen, was kann ich selber tun? Ich kann dafür sorgen, dass ich keine Verstopfung habe. Ausreichend trinken, damit der Stuhlgang nicht hart wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann dazu auch entsprechende Ballaststoffe essen, aber immer viel dazu trinken. Das ist wichtig. Das ist der erste Schritt, den kann ich selber tun. Dann beim Stuhlgang, wenn ich zu Hämorrhoiden neige, nicht forciert pressen. Der Stuhlgang muss so weich sein, dass er von selbst kommt. Das ist ganz wichtig. Wenn das nichts genützt hat und man hat eine Hämorrhoide oder auch zwei und die belästigen einen sehr stark, es kommt zu kleinen Blutungen, dann ist es ganz wichtig, dass man zunächst eine lokale Therapie macht mit Salben. Kann man das pflegen? Das ist der erste Schritt. Da können auch kortisonhaltige Salben dabei sein, die sollte man aber nur kurzfristig anwenden. Wenn Salbe alleine nicht genügt, dann muss man ja über den weiteren Behandlungsplan nachdenken. Dann muss man an eine sogenannte Verödung oder ein Abbinden, eine Ligatur der Hämorrhoiden denken. Das würde dann ein endoskopisches Verfahren sein, wo kleine Gummiringe und eine Substanz in die Hämorrhoide hineingegeben werden. Dadurch stirbt die Hämorrhoide ab. Wenn es sehr große Hämorrhoiden sind, die auch gar nicht mehr zurückgehen, dann muss man letztendlich operieren. In der Fachsprache sagt man dazu, das sind dann Hämorrhoiden dritten bis vierten Grades. Also, auf jeden Fall nicht tabuisieren,
sondern wenn dieses Stadium erreicht ist, von dem Sie jetzt gerade gesprochen haben, dann sollte man unbedingt einen Facharzt aufsuchen, der dann notfalls operativ die Sache angeht. So ist es. Und eben nicht nur an die Hämorrhoiden denken, sondern eben auch an die Möglichkeit eines Darmkrebses. Weil das kann ja in der Differentialdiagnose durchaus ein ganz entscheidender Punkt sein. Deswegen untersuchen. Also schon deshalb rechtzeitig zum Arzt gehen, damit diese Gefahr zumindest eingegrenzt oder ausgeschlossen werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Herzlichen Dank, Herr Professor Gossner, für dieses Gespräch. Und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bedanke ich mich für Ihr Interesse.